Schattenklingen, Sprengmeister Dringier treibt sich auf dem Hallowed Hill herum. Hat ja ein bisschen was gefunden. Und hat hier noch ein paar Glubschis. Oh, wow, 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 wow. Hey, 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 hey. Oh, oh, was ist hier eigentlich los? Fleischverformter Schläger. Also. Glubschis, das ist alles nicht fair. Verderben und Bewacher. Oh, alle gleichzeitig und alle auf einen. Ihr Schweinehunde. Oh, der Dicke, weg. Und wie immer in Hack and Slay spielen, ist meine Taktik, in Situationen höchster Gefahr alle Tasten gleichzeitig zu drücken und das Beste zu hoffen. Faulende Soldaten, Wut. Hallo. Was seid ihr für welche? Ach, du bist ein Wiedererwecker, alles klar. Oh, Mann, oh Mann, aber hier ist noch was. Ein herausragendes Versteck. Wenn es herausragt, kann es ja kein Versteck sein. Man sieht es ja jeder. Oder? Bum, 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 bum. Und ein Kalter mit dabei und Wut. Wut tut gut. Sollte mehr laufen, oder? Ach, noch ein Wiedererwecker. Ja, da wird geröchelt. Wer giftet denn hier so? Irgendwelche Seuchenläufer oder was war das? Elend. Noch einer. Och, Mensch. Jetzt wird's langsam langweilig. Ich finde Zepter der Ödflächen und versengende Glut. Da unten kamen die alle her, aus dieser Leichengrube hier. Ein entwurzelter Baumstumpf. Naja, Kleinvieh. Oh, 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 oh. Eine Ätherkristallansammlung. Und brennender Toter und Ätherkristall. Bumm. Wer kommt denn da? Hallo. Oh. Was ist Action? Was war denn das? Das war so mega laut. Ist das der Wiedererwecker oder ist das irgendwas anderes hier? Es war total mega laut auf meinen Ohren. Hab ich noch nie gehört, so laut. Hallo? Bleib liegen. Karte? Ja, hier oben müsste ich nochmal durch die Häuser. Aber ansonsten würde ich sagen... Halt. Hier fällt mir gerade noch was auf. Zum einen hier diese Ecke. Da ist aber nichts. Und die Ecke hier unten. Hier. Da ist aber auch nichts. Okay, will ich glauben. Dann hier rum. Da ist nochmal Ätherkristallchen. Ja, Gift und Betäubungsbomben sind meine besten Freunde. Du musst auch ganz dringend weg.
Denn dann erledigt sich die Hälfte von dem Theater hier von ganz alleine. Und ein faulender Soldat. Ob man es glaubt oder nicht. Und hier gelber Kram. Und zwei Ätherkristalle. Und ich höre noch ein Schnaufen und Keuchen. Ich bin noch nicht alleine hier. Herr Lothil ist noch nicht befriedet. Was bist denn du für einer gewesen? Du bist... Ah. So. Eine Göttin oder so? Hm. Wer weiß. So, wo hast du jetzt noch hier geröchelt? Hallo! Jungs und Mädels, so nicht. Solchen Läufer. Ich finde einen zerbrochenen Magnetstein und ein bisschen Schrott. Wo ist eigentlich das herausragende Versteck, was ich da vorhin gesehen habe? Oh, Drinkilein! Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Was machen die denn nur immer mit dir? Wut, weg. Auweia. Oh, noch mehr. Oh, ich brauche eine Essensration. Des Okkultisten Arkan-Zauberstab. Und ja, ich habe dieses herausragende Versteck noch gar nicht geplündert, oder? Aber hier erstmal eine verwesende Leiche und ein herausragendes Versteck. Blop, 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 blop. Ich finde zähe... Ja, könnt selber lesen. Was Blaues, Abzeichen der Zähigkeit und dämonische eiserne Donnerbüchse. Jetzt sollte ich mal wieder schauen, oder? War das das Versteck, was ich hier gesehen habe? War das das? Oder ist hier noch eins? Oh Mann, ich weiß es nicht mehr. Hier war ich vorhin. Hier bin ich entlang gelaufen. Hier so. Und habe irgendwo irgendwas gesehen. Beide Male mit Betonung auf irgend. Tja, kann ich jetzt nicht sagen. Ich hoffe, ich habe jetzt hier alles. Ich bin ja überall einmal rumgelaufen. Ich sollte noch einmal in die Häuser gehen. Irgendwo grunzt ja auch noch einer. Im Haus bestimmt, ja. Weg. Kiste, Fass, Heiltrank. Eisen. Krug. Ah. Uninteressant und hier drüben. Ach, da kam ich her. Karte, da würde ich sagen, Hallowed Hill ist noch nicht zu Ende erkundet. Ach doch, hier. Hier ist diese Burwich-Brücke. Also hier ist noch irgend so ein Gebiet, wo ich hin könnte. Da muss ich aber erstmal bei dieser Brücke hier irgendwas machen. Was war denn das? Ich brauche ein Dynamit, genau. Ich schaue gerade auf meinen Spickzettel. Brücke oben bei Burwich habe ich mir aufgeschrieben. Ein Dynamit in Klammern. Das wird wohl die hier sein. Ach ja, das war die Brücke, wo es hieß... Man muss erstmal irgendwelchen Müll wegsprengen, bevor man sie überhaupt reparieren kann. Dynamit habe ich noch nicht. Ich habe aber gerade noch einiges gefunden. Hier. Was war denn das gerade? Ach, Fraktion, okay. Was habe ich hier gefunden? Ich habe einen Helm mit Raffinesse und Geist. Oh, nö. Ich habe zähe, geschiedene Beinlinge des Wolfes, geben Konstitution und... Raffinesse und erhöhen die Rüstung. Das ist gar nicht schlecht. Dann müsste ich aber die epische Hose ablegen und könnte keine Fäkalien mehr werfen. Hm. Aber mal ehrlich. Diese gelbe Hose hier hat deutlich mehr Rüstung. Gibt Konstitution und gibt Raffinesse und... Ja, Fäkalien werfen ist eine Fähigkeit, die ich anwenden kann, aber
Aus rollenspielerischen Gründen möchte Dringi das nicht tun. Aus rollenspielerischen Gründen möchte er diese vollgekackte Hose nicht mehr anziehen. Er liegt mir gerade quengelnd in den Ohren. Stattdessen bekommt er hier so eine schöne sexy Blue Jeans mit irgendwelchen... Wie nennt man denn das? Solche Leder-Cowboy-Aufsätze für die Hosenbeine? Ach, keine Ahnung. So. Die verschmutzte Hose werde ich aber wahrscheinlich erstmal ins Bankfach packen. Vielleicht kann man die ja entzaubern. Immerhin episch, das gute Stück. Dann habe ich hier des Offiziers eisernes Langschwert des Stromschlags. Ach Quatsch, das habe ich ja in der Hand. Dämonische eiserne Donnerbüchse, das interessiert mich nicht. Weg. Wobei, was habe ich eigentlich hier im Waffenset? Ach, da habe ich ja diese epische Flinte. Ah, gut, dann weg. Ich habe noch was Episches gefunden. Hier. Das Abzeichen der Zähigkeit. Es ist eine epische Medaille. Ich brauche die Stufe 25. Die habe ich bald. Gibt Konstitution und Verteidigungsqualität. Werde ich wohl benutzen. Überaus wachsam. 100%ige Chance, wenn du einen kritischen Treffer erleidest. Versetz dich in eine Verteidigungshaltung, die deine Wahrnehmung im Kampf überaus erhöht. Du kannst die Konzentration jedoch nur für kurze Zeit aufrechterhalten. Benötige ein Schild. Das nutzt mir dann gar nichts. Schade. Aber immerhin, sie gibt Konstitution und Verteidigungsqualität. Das ist doch auch nicht verkehrt. Ja, das behalte ich mal hier so bei. Das Ding ist normal schnell weg. Das hier ist langsam. Ja. Sortieren. Weg. Das hier ist normal schnell. Will ich nicht haben. Ich will was Schnelles haben. Ja. Naja. Hat sich doch gelohnt hier. Also die Beute hier kann sich sehen lassen. Jetzt bin ich hiermit durch. Jetzt würde ich ganz gerne diesen Schlenker hier hinten noch hin machen. Zu diesem Hafengebiet. Das heißt, ich sollte jetzt wieder hier durch die überflutete Passage, nein, Flusspassage hieß es, durch, komme dann hier wieder hoch und würde dann hier zurücklaufen und dann hier dahin. Und ich würde mal sagen, das überspringe ich mal gerade alles im Video, hier hinten, wenn ich auf dieser Brücke bin, da geht's dann weiter. Bis gleich. So, hier bin ich. Ich schaue mal gerade ins Inventar, ich habe nämlich einiges gefunden auf dem Weg hierher. Besetzter Helm der Festigung. Verteidigungsqualität und Rüstung. Nee, würde ich nicht benutzen. Was ist das hier? Schützende lederne Kapuze des Meeres. Energie und Energieregeneration. Oh, war ja weg damit. Und irgendwie, was habe ich noch gefunden? Ätherkristall und einmal kochendes Blut. Nicht der Rede wert. Jetzt geht's weiter. Verlassenes Hafengebiet. Jetzt kommen die ganzen Mücken in meine Richtung. Aber ich gehe erstmal hier irgendwo lang, oder? Geht das überhaupt? Hier. Bröckelnde Mauer. Und eine Kolonie Knochenrücken. Und Aasfresser. Die scheinen ja in Symbiose zu leben. Oh. Beschädigte Klaue. Und hier ist sogar eine Höhle. Schick. Ein alter Leichenwagen oder was ist das? Nee. Irgendwas anderes. Ich kann es nicht lesen, was da drauf steht. Aber hier unten, das macht mich misstrauisch hier. Dieses Auge auf der Karte. Wie komme ich denn da hin? Ach, hier. Höhleneingang. Ich glaube, das Hafengebiet ist oberirdisch gar nicht so groß. Ich mache erstmal obenrum alles klein und schaue dann anschließend runter in diese Höhle. Kisten. Ja. Das sind alles normale, Gegner hier.
nichts, was noch nicht da war. Ey, Dicker. Puh. Ja, ich mache viel zu wenig Schaden. Ätherkristall. Heiltrank, Eisen. Hier, Metallschatulle. Und Kisten. War aber nichts Erwähnenswertes drin. Hier sind noch weitere Kisten. Eisen, naja. Und hier? Oh, hier ist was. Verwitterte Truhe. Stoff? Was? Stoff ist neu. Moment. Was ist denn Stoff? Ein wenig abgenutzt und verschmutzt, aber sonst in gutem Zustand. Das ist ein Questgegenstand. Ah, schön. Und irgendeine Wumme, die ich aber nicht brauche. Nee, die brauche ich nicht. Ich sortiere dich mal hier hin, dann kann ich hier noch die Wumme reintun. Zack. Und noch eine Metallschatulle. Sägeklinge. Und du legst die nieder. Ach, hier. Kistentruhen und so weiter, aber offenbar nichts Erwähnenswertes. Ach, Mist. So richtig gut im Zielen mit den Giftbomben bin ich nicht wirklich. Obwohl das Gift gar nicht schlecht ist. Es scheint auch so, dass sich die Projektile von mir und diesen brennenden Toten, wenn die sich treffen, dann scheint es so zu sein, als ob mein Gift dann vorzeitig explodieren würde. Und gar nicht den kompletten Weg hinläuft. Oh, die explodieren ja. So, das war ein bisschen langsam. Ein kaputtes Boot. Ach, hier ist noch eine Kiste. Verwitterte Truhe. Ah ja, schade. Karte. Okay, das ist ein Hafen, ganz unzweifelhaft. Ich bleib mal hier an der Wasserkante stehen. Nee, laufen. Truhe. Nochmal Stoff und ein Goldring der Meditation. Meditation klingt auch schon wieder nach Energieregeneration. Genau das, was ich gar nicht möchte. Na komm schon. Bumm. Und hier. Die nächste Kiste. Nochmal Stoff. Dann muss ich hier aber bald mal irgendeine Queste kriegen, dass ich Stoff sammeln soll, oder? Oh. Ich habe gerade ein Dokument eingeladen. Was ist denn hier los? Ich habe gerade aus Versehen irgendein Dokument eingesammelt. Was war das? Moment. Hier. Ich habe eingesammelt das Logbuch des Hafenmeisters von Burwich. Das wird mal gerade gelesen. Das gehört in die Rubrik. Oh, ist hier irgendeiner? Weg. Das gehört in die Rubrik. Ich muss erstmal die Rubrik finden. Das gehört in die Rubrik Überlebende Burwich. Also dann. Ach, komm schon. So. Logbuch des Hafenmeisters. Ein weiteres Boot mit Dutzenden vermummter Gefangener ist angekommen. Wie üblich hat er schon einen Wagen auf sie gewartet. Aber soweit ich gehört habe, nimmt er sie nicht weit mit. Einer der Hafenarbeiter kam von Burwich zurück, nachdem er dort bei ihrem neuen Arzt gewesen war. Und er sagte, dass ein Wagen draußen bei der Kriegsvilla gehalten habe. Der Junge fragte nach den Gefangenen und einer der Betreuer sagte, Rehabilitation. Bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll.
Es hat über ein Dutzend dieser Gefangenentransporte in ebenso vielen Wochen gegeben. Ich verstehe nur nicht, wie sie alle in die Villa passen. Es ist mir egal, wie groß der Ort sein mag. Krieg wird unter seinem Dach kein Gefängnis mit nutzlosen Dieben halten. Etwas Seltsames geht dort vor und ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Werde wohl Melmoth benachrichtigen müssen, damit einer ihrer Inquisitoren hierher kommt und diese Merkwürdigkeit überprüft. Kann aber auch nicht sagen, dass ich einen dieser Inquisitoren haben will, der hier herumstochert. Sie beunruhigen einen. Ja, es mag sein, aber... Verglichen mit Krieg war es wohl dann doch die bessere Wahl, so ein Inquisitor. Und jetzt ist das Video mal zu Ende und weiter hier in dem verlassenen Hafengebiet mit Schattenklingen-Sprengmeister Dringil und der ktonischen Ketzerei geht's dann im nächsten Teil. Bis dahin!